Hey Leute, Mario hier und willkommen zu einem weiteren Video zum Supermarkt-Simulator. Skibbity Toilet, im letzten Video haben wir ja angefangen und haben hier unseren Supermarkt erschaffen. Und ich habe vielleicht einen Fehler gemacht zum Ende vom letzten Video. Und zwar habe ich hier ein zweites Kühlregal geholt, aber ich habe nicht mal Sachen, die ich da reinstellen kann. Ich habe laufende Kosten jeden Tag, ich habe kaum Geld. I don't know, vielleicht gehe ich jetzt pleite und muss einen Kredit nehmen. Aber das ist auch vielleicht jetzt ein bisschen doof, direkt jetzt den nächsten Part schon zu machen. Weil von den Aufrufen kam das jetzt nicht insane an das Projekt. So, ich werde mir auch jetzt vornehmen. Ich werde Leute nicht beleidigen. Letztes Mal habe ich die Kunden sehr... Ja, Dummkopf, Alter, sag dich gleich. Wie ist das nicht gut genug? Hast du nicht gesehen, dass wir da nicht haben? Ich habe doch ein neues Regal dahingestellt. Hast du das nicht gesehen, das neue Kühlregal? Nee, hast du nicht gesehen, ne? Du nur mal am Meckern, wo ist mein schwarzer Kaffee? Ne, ich weiß auch nicht, wie viele Videos ich dazu mache, aber mir macht das Projekt halt Spaß und deswegen dachte ich mir, kann man das mitnehmen. Wechselgeld 45. Ich gebe dir mal gar kein Wechselgeld. Oh, das geht nicht. Okay. Ja, okay, ich kann auch gleich noch Waren nachkaufen. Der Laden hier soll leer gekauft werden, so. Ich habe auch mein letztes Mal viel zu oft extra... Komm, sie kriegt ein Glückscent. Wenn du den zweiten Cent annimmst, dann gehen wir auf ein Date am Wochenende, okay? Wird angenommen, ich habe ein Date. Let's go. Okay, ich habe 80. Warte, ich mach mal kurz... Du hast ja laufende Kosten. Ich zahle die mal kurz ab. Im Video heute, ich will Leute einstellen. Ich will Leute haben, die für mich Drecksarbeit erledigen. Kaufe eine Erweiterung für deinen Supermarkt. Okay, aber ich würde gerne halt Leute einstellen. Wechselgeld 45, ja gut. Und kriegst auch ein Glückscent. Hast du mein sinnvolles Outfit an? Komm, du willst Wasser. Du bist doch durstig. Guck mal, wie warm es draußen ist. Müsli, kein Wasser. Bist du sicher? Ich muss mein Kühlregal ein bisschen aufpowern. Ich mach mal... So. So, was haben wir hier? Milch. Dann machen wir mal die Milch da rein. Ich gebe der Milch mal einen guten Preis. 2,40... Schönen guten Tag. Oh, sie haben viel gekauft. Ich liebe sie. Ich liebe dich. Aber ich denke, er liebt mich auch. Ich habe hier auch noch so viele Kartons. Warte, okay, Hilfe. Werfen, ich muss kurz Käse und Preis machen. Warte, 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 an der Kasse, ich komm noch. Ich komm gleich. Ich komm gleich da, hallo. Pff, Stress, aber ey, du bist die erste Person, die Milch gekauft hat. Let's go. Ist eh ein bisschen komisch, dass ich vorher Müsli verkauft habe. Ich konnte Käse und ich finde, die haben immer was zu meckern, ne? Die haben immer was zu meckern. Ich mühe mir hier einen ab, ne? Ich mache hier ein bisschen Umweltverschmutzung. Und das einzige Feedback, was ich kriege, ist, oh, mir fehlt das. Mir fehlt das, oh. Kann ich noch eine Handmassage kriegen? Nee, kannst du nicht. Massage ist original. Der hat sogar zu. Spa Center. Da kannst du hingehen für eine Handmassage. Produkte nicht gefunden. Viele. Aber 8 Kunden waren zufrieden. Das ist in Ordnung. Mit einer habe ich sogar 2. Mit 2 habe ich sogar geflirtet. So gut. Einkommen 330. Also kann ich im Grunde damit rechnen, dass ich so 300 mache jeden Tag. Ich mache mal Mehl und Nudeln weg. Das ist ja eher was Günstiges gewesen. Das heißt, ich mache damit wahrscheinlich auch am wenigsten Profit. Weil je teurer was ist, desto teurer kann ich es auch verkaufen. Es hätte keinen Einfluss auf den Laden, ne? Also... Ich kann ja auch hier alles durcheinander werfen. 6 Euro ist ein guter Preis. 3 Profit. Let's go. Was haben wir da? Oh, ich habe das doppelt gekauft. Ah, ne, das ist der Kaffee. Okay, warte. Das passt doch. Kaffee, Tee direkt nebeneinander. Ah, ist schon cool. Ich habe jetzt halt echt ein bisschen Auswahl an Produkten. Und ich glaube, das kickt. Na, je mehr Auswahl du hast, desto mehr sind die Leute auch gewollt, einfach 30 Sachen zu kaufen, wenn die bei dir im Laden sind. Oh, Preis, Preis. Können wir da noch was ändern? Nö, ist in Ordnung. Ich habe... Wasser? Ey, aber in was für einer Welt leben wir hier denn? Ich gehe mal hoch auf 3. Ja, ich will nicht 3 Euro. In was für einer Welt leben wir denn, wo Wasser genauso teuer ist wie Milch? Ich habe übrigens mal einen kleinen Skandal verursacht auf Twitter. Und zwar habe ich den Hot Take gesagt, dass im Notfall, ne, ihr müsst überlegen, im Notfall, boah, der hat richtig viel geholt. Wenn ihr zu wenig Milch habt und ihr müsst euch überlegen, ihr habt schon das Müsli in die Schüssel getan. Ihr nehmt die Milch in die Hand. Ihr denkt, oh, das ist ein bisschen wenig, aber vielleicht reicht das noch. Und ihr kippt die Milch in die Schüssel. Und dann fällt euch auf, okay, ich habe zu wenig Milch. Mein Hot-Take ist es, dass es dann moralisch in Ordnung ist, die Milch mit Wasser aufzufüllen. Ich habe das einmal gesagt und habe wüste Kommentare gelesen, von denen gesagt haben, nein, das ist absoluter Schwachsinn, das kannst du nicht machen, was fehlt mir noch? Nudeln fehlen mir noch. Das ist es, oder? Nudeln und Mehl war das, ne? Weil nicht wirklich alle Produkte. Aber es ist nicht so schlimm. Ich würde lieber ein Müsli essen mit zu wenig Milch, außer halt Müsli, die ein bisschen laffer schmeckt. Er tut ja auch nicht viel Wasser da rein. Halt so ein Schuss. Also ich habe auch schon Müsli gegessen mit Apfelsaft. Ich weiß nicht, wie man sich da so anstellen kann bei Müsli. Das ist so ein heiliges Produkt und sagst, nein, du kannst Müsli nicht essen mit ein bisschen Wasser. Nicht viel Wasser, so ein bisschen. Ich habe jetzt übrigens alle Produkte, glaube ich. Bitte mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde, das ist in Ordnung. Was hat sie denn für ein interessantes Tattoo? Oh, so, wie teuer ist es? Willst du mit Karte zahlen? Willst du nicht? Ah, sie mit Karte zahlen. Ich hätte so krass das Kleingeld für sie aufgetürmt. Okay.
So, Wachstum. Ich soll mir eine Erweiterung holen, sagt das Spiel. Das kostet 350. Langer Arbeitstag mal wieder. Aber ich kann hier nach Safe alles einmal kaufen, alle Produkte. Ich glaube, du willst eigentlich auch so Produkte kaufen, dass du halt quasi ein Lager hast. Also du kannst dir auch nachher ein Lager holen. Aber ich glaube, du willst das so machen, dass du halt alles doppelt hast und dass du dann die Sachen hier so ein bisschen lagern kannst und dass du halt nicht jeden Tag neu kaufen musst. Und du kaufst halt einmal so ein bisschen voll und dann machst du einfach die Regale immer wieder voll, wenn mal was leer ist. Eier! Ah, die Eier sind leer. Okay, gut. Kaufe jetzt aber nicht neu. Ich commit einfach jetzt. Ach komm, kriegst du viel Wechselgeld, dafür kommst du morgen wieder, okay? Ich merke mir dein Outfit. Morgen in seinem Outfit sehe ich dich wieder. Ich habe das für Wechselgeld gegeben, okay? Wir sehen uns morgen wieder. Margarete. Margarete kommt morgen hoffentlich wieder. Rotes Outfit. Ich hasse dich, ne? Du kaufst für 6 Euro was ein und bezahlst mit 50 Euro. Ich hasse dich. Gut, bevor ich jetzt einen Abschnitt hole, ich hole mal kurz einmal alles. 2 fanden was zu teuer. So, ich kaufe mal kurz alles. Ach komm, ich kaufe auch noch schwarzen Ziegen. Ich kann das einfach ja so machen. Was ist eigentlich hier gesperrt? Hm, weird. Ist doch mein Laden. Wieso kann ich nicht in einen Raum gehen von meinem eigenen Laden? Aber gut, füllen wir hier auf. A Wall of Water. Der fährt einfach über meine Sachen. Nummernschild. Okay. Ich wollte mal das Nummernschild aufschreiben. Da steht einfach California Fresh. Schreibe ich mir auf. Melde dich bei der Polizei. Okay, so. Ich habe jetzt halt noch Regale frei. Ich denke, ich nutze das mal und kaufe halt jetzt noch ein bisschen extra. Also, wovon habe ich wenig? Zucker könnte man noch nachkaufen. So, 2 Reihen. Wir haben von allen jetzt mindestens 2 Reihen. Ich krieg kein Geld zu uns. Du hast sogar perfekt. Noch ein Tor. Weißt du was? Komm. Ich gebe dir einfach 5 Euro extra, weil ich dich mag. Ich könnte nirgendwo an der Kasse arbeiten, ne? Oh, und Joe Biden ist auch hier. Let's go. 42 Euro. Der ist auch gut. Immer wenn der kommt, der kauft du ein. Weil der hat ein bisschen zu viel Farbe für Joe Biden. Ja, guck mal, wir haben jetzt schon gleich 200. Das kostet 400 für Erdnussbutter, Mehl, Olivenöl. Ach so, gut. Aber Olivenöl ist hochwertiger. Da kannst du mehr Geld für verlangen. Wieso haben die schon all meinen Kaffee weggekauft? Was ist denn mit denen? So, mit Karte, ist alles recht, ist recht, ist recht. So, noch einer. Jo, alles cool, was? Okay, Wechsel, liebe dich. Okay, so. Die Kartons sind leer, ich räume mal ein bisschen auf. Die Frau mit rotem Kleid habe ich noch nicht gesehen. Kann sein, dass ich sie übersehen habe, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Kaufen aber viel ein. Und guck mal, ich habe. Also, Müsli ging echt nicht so gut weg. Ist mein Müsli so überteuert? Was hat sie gesagt? Der Käse ist zu teuer. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Okay, okay, warte, warte, warte. Habt ihr recht. Oh, das ist sie mit dem Tattoo, ja, ne? Ist sie das? Nee. Hat sie sich vielleicht weglasern lassen gestern. Da, mein Lieblingskunde. Der trägt jeden Tag das gleiche T-Shirt, aber der kauft immer teuer ein. So, und wir sind zu. Also, Käse ist jetzt doch besser weggegangen. Der ging halt schlecht weg, weil der zu teuer war. Also, ich brauche auf jeden Fall doppelt Käse. Milch reicht noch. Ich kaufe mal die Erweiterung. Ich kann es mir halt leisten. Boom. Ah, okay, dann kannst du auch richtig so rein erschaffen, ne? Nur ein Wasser ist okay. Ganz ehrlich, ist ein okayer Kauf. Mit Karte zahlen, ne? Aber ist ein okayer Kauf. Und ich muss Level 10 sein, da kann ich Leute einstellen. Ich denke aber, mein nächstes Ziel sollte sein, noch ein Regal. Ich habe das Gefühl, das würde meinen Laden gut tun, wenn ich noch ein Regal hätte. Dann könnte ich halt mehr Produkte sammeln. Ich würde Leuten viel zu oft das falsche Geld geben. Mit viel zu verfallt. So ein Regal kostet nur 200. Ich kann auch einen Scheinwerfer kaufen. Ich kann noch eine zweite Kasse kaufen. So, ich mach mal Licht an. Das ist eine Investition für die Zukunft jetzt, das Regal. Das nächste Ziel ist immer im Blickfeld. Warte, ich drehe das mal. Es ist eigentlich gefällt es mir nicht so, ich mach mal hier das Regal hin. So. Kommt auch nachher Marketing hinzu, dass ich ein bisschen Werbung für meinen Laden machen kann? Kann ich nachher Burger Pommes verkaufen? Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit... Was ist denn mit dir? Ist der jetzt für immer hier? Automatisch bezahlt Mitarbeiter. Also das Spiel sagt schon, ey, Mitarbeiter könnte jetzt langsam mal kommen. Ich habe leider aber wieder verpasst, wie die Preisentwicklung ist. Weil ich kann einfach den Käse hier in der Sonne liegen lassen für den ganzen Tag. Kühlkette komplett unterbrochen. Und dann packe ich den morgen in den Kühlschrank und das soll angeblich dann gesund sein. Alter, wie viel Käse habe ich denn gekauft aus Versehen? Das ist auch nochmal Käse? Was habe ich getan? Okay, nee, aber Eier reicht, Wasser reicht, Käse reicht, Mehl reicht, Müsli reicht, Zucker reicht, Kaffee reicht, Öl reicht, Brot reicht, Nudeln reicht. Vielleicht kaufe ich nochmal Nudeln nach. Ist ja recht günstig. Ich habe hier so mein eigenes Lager jetzt quasi, ne? Aber wahrscheinlich brauchst du ein Lager, was legitim ist, damit Mitarbeiter checken, dass die da hingehen sollen, ne? Ey, echt Respekt an Leute, die irgendwo an der Kasse arbeiten oder generell im Supermarkt. Da bist du ja meist nicht nur an der Kasse und hast noch andere Jobs, die du machen musst. Ey, ich habe so viel Käse, das ist so... Ist echt anstrengend. Und du hast vor allem kaum Pausen. Ne? Auch die an der Kasse vor allem, die haben ja wirklich keine Pause. Die können sich vielleicht mal kurz strecken, kurz einen Schluck Wasser trinken.
Die sind halt verglitscht, ne? Die werden jetzt ewig rumstehen. Das andere Kühlregal mache ich mal neben. Da mache ich dann Eis und sowas rein. An der Kasse, wenn die an der Kasse warten, denken sie so, oh, Eis war jetzt lecker. Das ist meine Strategie. Hier schlecht beleuchtet, ne? Dann brauche ich vielleicht echt noch ein bisschen mehr Licht. Oh, wait, das ist sie! Sie ist wiedergekommen am letzten Tag. Oder? Alter, was haben die denn mit meinem Kaffee angestellt? Den haben die ja weggekauft, als ob das warme Semmel wären. Da ist es auch, finde ich, dann okay, wenn man 100 Euro bezahlt. Wenn du halt auch actually viel geholt hast. Ich meine, es ist egal, wo ich das hinstelle. Der ist einfach verglitscht. Die backen sich da irgendwie fest. Vielleicht, weil er zu nah an der Wand war. Nein, geht nicht da zum Kühl... Ey, wie kann... Also, was ist denn daran falsch, dass der einfach alle verbackt? Okay. So. Hiernach kann ich Mitarbeiter einstellen und muss dann nie wieder Drecksarbeit erledigen. Er kauft einfach 30 Sachen. Ist das ein Glitch? Oh. Wie viel Kaffee trinkst du, Dude? Der Käse ist mir egal, wenn der Käse für dich zu teuer ist. Wie viel Kaffee kann man... 23 Euro soll das kosten? Ich habe mich verdrückt. Und deswegen ist der bei... Oh nee, ist es verglitscht? Oh nein, es ist verglitscht gewesen. Und ich habe mich gewundert, warum der sich 30 Mal Kaffee gekauft hat. Ich wurde einfach ausgeraubt gerade. Jetzt Level 10. Let's go. So, wird direkt eingestellt. Markt... Nee, Quatsch. Verwaltung... Kassierer einstellen. So. Ey, kannst du mal ein bisschen mehr grinsen? Guck mal. Ich will, dass du grinst und dass du sagst, schönen Tag Ihnen noch. Ey, was ist das denn für eine Energie, die du dir ausstrahlst? Was ist das für eine Körperhaltung? Der sieht ja aus wie meine Körperhaltung. Bist du Skurrus oder was? Okay, also ich würde gerne ein Casting machen und selber aussuchen, wer hier arbeitet. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Wenn ich, glaube ich, noch jemanden habe, der auch einpackt, dann muss ich im Grunde nur das Lager immer füllen und kann dann AFK rumstehen, ne? Na gut, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. 18 Minuten aufgenommen. Cool. Bis dahin. Und ciao.